in der letzten Episode verarbeitet wird, sag ich mal. Genau, den kann man auch hinstellen. Ja, kann man. Nö, nicht in dem Spiel. Ist wahnsinnig, auf gar keinen Fall. Wie soll das gehen? Echt? Hey Junge, brauchst du die noch? Können wir die mitnehmen? Ist das okay? Something's gotta go. Echt? Ja, dann schmeißen wir die Pilze wieder raus. Alles klar, hinein mit dir. Hauptsache, du hast was zu meckern. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge Nummer 10. Ja, ups, die Maus ist noch schnell. So, das haben wir jetzt schnell geändert. Wir sind in unserer Hütte wieder angekommen. Inzwischen geht's ja... Er hat fast schon geschafft, sehr schön. Ja, hier geht's schon gut rund. Und ich gucke mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben sehr viel Holz. Das brauchen wir eigentlich nicht hier drin. Moment. Bevor ich jetzt wegen dem Holz rausrenne, will ich erstmal gucken, was wir generell haben. Yeah, neue Aufnahmesession. So, wir brauchen ein bisschen Wasser, sehe ich da. Die Magnesiumfackel kann eigentlich erstmal raus. Dann tun wir das. Ah ja, geht doch noch, okay. Nee, das ist eher klein. Okay. So, das heißt, das Ding kann darüber. Echt, wir haben schon 6 Haken. Okay. Dann, nee, die legt man nachher raus. Wir gerade mal gucken. Wir haben auch 2 in der Richtung schon. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, genau. Das Holz muss raus. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Hier ist nichts, okay. Echt, haben wir so viel Wasser? Das ist natürlich der Hammer. Kommen wir natürlich schon eine ganze Ecke weit. Haben wir irgendwo Wasser rumstehen? Haben wir echt kein Wasser gekocht? Ach, der schwebt, der Schlafsack. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Gut, dann gehen wir erstmal, wir müssen erstmal den Rest trinken. Tja. Oh, das ist aber kein so gutes Wetter. Achso, hier steht das Wasser, okay. Ja. Okay, so. Das müssen wir natürlich alles so rauslegen oder so weit wie möglich rauslegen. Das machen wir am besten in der Anglerhütte. Ah, der Tag ist okay dabei. Kurz nach 8. Naja, die Stöcke liegen schon sehr vorbildlich. So. Ja, es ist natürlich etwas garstig heute, aber gut, was willst du machen? Hat halt auch mal solche Tage. Heute würde ich gerne nochmal ins Dorf, und zwar diesmal über die Menschenfeindinsel. Wie heißt die Menschenfeindinsel? Genau, weil... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau ist, es ist schon Ewigkeiten her. Wer von euch das genau war? Der Milan, glaube ich, oder? War es der Milan oder Milky Way? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir auch leid, dass ich das vergessen habe. Das ist ja schon extrem lang her, weil da liegt noch Gewehrpatronen. Hier ist schon Holz. Ernsthaft. Dann kommt da halt noch mehr dazu, würde ich mal sagen. So, wie viel kriegen wir noch rein? 4 Kilo. Also 26. Okay. Ja, 3 Kohlen schmeiße ich mal dazu. Oder beziehungsweise, ja doch, wir schmeißen 3 Kohlen dazu. Wir müssen auch nochmal rauf zu der Gluthügel-Kohlenbergwerk-Geschichte. Echt? Ja, wir haben ja den Sattbonus hier, stimmt. Sollen wir erstmal angeln gehen? Ach, was machen wir denn am geschicktesten? Na gut, wenn das Wetter so garstig ist. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Haben wir einen Hammer dabei? Haben wir schon einen Hammer gefunden? Ich glaube ja nicht. Moment, Sekunde, das haben wir gleich. Das Hammer gleich. Naja, wir werden jetzt sehen, ob wir das gleich haben. Aber das nehmen wir schon mal mit. Wenn wir hier schon mal vorbeilaufen. Naja, ist rein auf die Straße gefallen. Okay, gib Gas. Zu diesen Stöcken. Hier ist ein Zweig. Jetzt kein Interesse. Ja, dann angeln wir erstmal. War erstmal Futter. Echt zu wenig. Hier. Da liegen 3 Stücke. Das ist nicht wirklich viel. Wir müssen rauswerfen. Warte mal schauen. Eigentlich ja nicht. Nö, so weit sind wir noch nicht. Uff, was ein Wetterchen. Und sind sie schon fertig? So, Hammer wollt man. Da liegt Säge, Beil und Brecheisen. Werkzeuge. Noch kein, oder?
Wir haben auch keinen in der Quonset gefunden. Na gut. Da wir ja so viele Beile haben, nehmen wir einfach das Beil. Wir können natürlich auch alternativ das Brecheisen nehmen, aber das Beil können wir ja so lange noch reparieren. Ach, das sind Steine, okay. Gut, Junge. Das hat auch etwas aufgeklärt. Man sieht etwas weiter inzwischen. Das heißt, das Wetter beruhigt sich wahrscheinlich. Im Wald, aber bei dem Wind. Wobei es nur minus 10 Grad. Seine Madame habe ich ja schon im idyllischen Tal gespielt und da ist ja, ich sag mal, eher das minus 40 oder so. Das ist ja heftig. Ach, hier liegt schon Wasser drauf, okay. Gut, dann schnapsen sie... Nee, die Fackel. Gut, welche Streichhölzer haben wir dabei? Nur die, okay, alles klar. Hey, Fackel. Na, Fackel mal nicht lang. Mach den Ofen an. Genau. Das war eigentlich schon... Huiuiui. Junge, das ist der Hammer. Gut. Ja, das ist die 100% Fackel, die er da jetzt verwendet hat. Das heißt... Ach, wir haben gar keine andere. Genau, das war die, die wir im Bergwerk gefunden haben. So, das heißt, wir brauchen hier jede Menge Holz. Ja, und leider bedeutet... was wollte ich sagen? Wir haben ja... Wir sind ja skillmäßig noch auf Level 1 beim Feuer machen hier. Das heißt, das Feuer, was hier steht, die 3 Stunden... Das sind die 3 Stunden. Beil bitte. Das Wetter hat sich nicht viel geändert. 17 Minuten hast du gebraucht, okay. Ja, dann nimm das schon mal und dann machen wir das Wasser noch. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal aufschlagen, aber es ist dann nicht mehr so viel. Ja, 0, genau. Okay. Gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal hier was. Halt, wir gehen erstmal zum Altholz, weil wir haben genug, beziehungsweise erstmal die Stöcke. Ja, von mir auch das Altholz, ist ja auch egal. So, dann schmeißen wir erstmal die 2 hinein und die 6 Haken, die kommen auch schon mal rein. So, dann können wir schon mal ein bisschen losangeln. So, wir sind schon auf Level 2, das ist ja ganz praktisch, wie es wohl kommt. Ja, gelernt halt, gelernt ist gelernt. Wo ist es, Angeln? Da ist Eisfisch Level 2. 8% auf Reis der Schnur, das hilft halt schon ein bisschen. Gut. Feuer steht auf 544, nur dass man das weiß. Wie viel Kalorien haben wir? Wir könnten... Wie sieht es aus mit Trinken? Ja, dann angeln wir mal 5 Stunden. Na gut. Ein paar Fische waren es ja dann doch. So, da muss aber die Dose weg. Haben wir eigentlich einen Topf dabei? Ja, haben wir. Ja... Wir nehmen erstmal den kleinsten Fisch, den wir kriegen. Dass wir da erstmal das stillen, den Hunger. Tja. Hm. Ah, ja. Es ist weiterhin windig, wahrscheinlich wird es jetzt neblig. 37 Minuten, ja, da kommen wir natürlich nicht sehr weit. Wo stehen wir eigentlich kochen, skilltechnisch? Willkommen. Eisfischen, das waren jetzt diese 5 Fische, okay. So, das sind wahrscheinlich 50 Fische, schätze ich mal. Ja, da kommen wir schon mal in den Stündchen über die Runden. Nicht 45 Minuten. Vielleicht sollten wir das nutzen. Wenn ja ständig das Eisloch wieder zufriert. Eine Stunde. Tja. Das Thema hat sich erledigt. So. Achso, nee. Diese liegen hier draußen. Das sind sogar Silberlachse. Die werden wir vielleicht jetzt nicht direkt verspeisen, weil es gibt natürlich Fettkalorien. Ach, das Angelset ist perdu. Okay. Das heißt, das wäre ja ein Fisch gewesen. Sag ich mal. Okay, wo stehen wir? 1,12. Gut, eine Stunde. Noch ein Silberlachs. Dann kommt er halt direkt auf den Ofen. Aber wir bleiben vielleicht sogar noch allein. Na ja gut, der Wind geht halt genau in die Richtung. Das ist natürlich Pech. 37 Minuten. Tja. So, nehmen wir den rohen. Danke.
Können wir nochmal eine Stunde? Sehr schön. Hm. Können wir. Oh, Finsternis. Tja. Okay, trink erstmal. Ach, ist echt zu wenig Wasser haben wir nur noch. Da ist schon mal kein Wasser und da unten war auch. Na gut, das ist ja leer. Da unten sind nur ein Angelset. Tja. Das dauert 2 Stunden. In der Zeit könnte man angeln. Mach's nicht zu knapp. Die Sonne ist schon längst weg, du Hacke. Uiuiui. Ah ja, ein Blizzard. Das ist ja wunderschön. Das ist echt 8%. Ach du, mit dem Izu. Ganz ehrlich, das stimmt überhaupt nicht. Hier. Na, wenigstens etwas, der Herr. Ja, genau. Halt, das ist mir zu knapp. Geht mal auf den Ofen. Warum wird er denn wieder nicht angezeigt? Warum wird mir eigentlich nicht der gesamte Ofen überall angezeigt? Es gibt dann Stellen, wo nichts Ofen ist. Muss man nicht verstehen. Ich brauche noch ein Fischchen. So. Hat noch eine Stunde auf der Uhr. Du legst also zuerst den rohen raus. Das ist ja super. Leg mal da hinten. Sieht man ihn eher. Gut, dann machen wir noch ein Stündchen. Oder? Reicht die Zeit? Ja, die reicht. Ja, deine Energie, richtig. Was war das jetzt für ein Skill? Kochen Level 2. Sehr schön. Das heißt, 10% mehr Kalorien. So, wie lange ist der jetzt auf der Uhr? Nicht so lang. Haben wir irgendwas, was wir basteln können in der Zeit? Vielleicht, eventuell irgendwas. Schon wieder ein bisschen Öl. Warte mal, dann legen wir das mal ab und füllen die mal auf. Genau. So. Okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. 37 Minuten. Ja, komm. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Essen und Trinken, das passt. Dann angelst du nochmal eine Stunde. 2 Fische in einer Stunde. Das ist ja der Hammer. Naja. Beziehungsweise, warte mal. Silber, 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 Silber. Da ist die Regenbogen. Forelle. Genau, das ist alles Silberlachse. Gut. So. Ja, dann angeln wir einfach weiter. So sieht's wohl aus. Immer stündchenweise. Tja. Kein Fisch. Dafür haben wir vorhin 2 gehabt. Ist auch nicht so schlecht. Komm, iss mal was, Junge. Na, oh, frischer Fisch. Halt, Ofen. Ist wieder zu kurz. Ja, das ist Feuerskill. Er wird nicht besser, wenn wir nicht ständig neue Feuer machen. Da kam noch einer. Halt. Den erstmal. Ist ja nur ein Regenbogen, genau. Ja, dann brauchen wir noch mehr Holz, naja. Eieiei. So. Minuten. Das reicht leider nicht für Angeln. Alter Schwede, ist das finster, weil es wird gleich hell. Okay. So, wir haben noch 48 Minuten. Was kriegt man denn da hin? Tja. Nicht viel wahrscheinlich. 28. Gut. Dann hebst du das auf, machst du eine Dose drauf. Und dann. Siedepunkt, okay. Das heißt, das ist schon geschmolzen. Was echt? Ach so. Der war noch gar nicht fertig. Ja, wunderschön. So, was kriegt man denn hier noch rein an Brennstoff? Bisschen geht ja noch. Also viel haben wir ja auch nicht mehr. Müssen wir wieder ein bisschen Zunder zubereiten. Und wir haben hier jede Menge Öl. Das muss verstaut werden. Viel zu viel Holzkohle. Ja, das friert jetzt zu. Das sind alles Silberlachse. Die lassen wir gerade.
hier liegen? Könntest du vielleicht auch mitnehmen. This pack is getting kinda heavy. Sagt die, naja. Die Müffellinie. Aber es geht kein Wind dadurch. Fast kein Wind. Naja gut, da haben wir jetzt noch ein paar Fische auf Platte. Wir müssen jetzt irgendwie den Tag noch rumkriegen. Ja, wir können nicht mehr rennen. Aber ich schlafe jetzt nicht, weil dann ist ja Nacht. Ich will jetzt nicht auch noch mehr angeln. Das Problem ist, wir haben nur noch ein Angelset. Und das wollte ich ja tendenziell eigentlich eher zum Reparieren verwenden. Die Därme aus dem... Ich muss gleich mal ins Journal schauen. Man könnte zumindest mal zur Holzfäller... zur Rundholzsortierung schlappen. Und, die Därme holen, damit wir da Angelsets vorbereiten. Dann würde man halt hier mal die ganzen Kisten zerkloppen. Und dann sind wir da vorbereitet. Ja, den Feuerskill, den müssen wir echt noch ein bisschen pushen. Der ist noch nicht wirklich gut. Sehr schön. So, wo ist denn das mit dem Wasser? 2 Liter. Ja, dann behalten wir das erstmal an uns. Und dann räumen wir wieder ein bisschen auf, sag ich mal. Wir machen es retour. Die anderen sind alle noch frisch, okay. Der Ahorn auch. Därme sind noch frisch, die Rehhäute. Därme sind fast fertig. Das ist ja nicht schlecht. So. Okay. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, naja. Ja, Öl, das haben wir aber echt inzwischen genug, alter Schwede. Der Ofen ist bald, der Schrank ist bald voll. Kochen Level 3 wäre halt noch der Hammer. Wir behalten mal 1 Kilo. Ansonsten passt das ja. Das Beil hat jetzt auch nicht so extrem gelitten. Ja, hier könnte man nochmal basteln. Und damit kriegt man ja auch einiges ans Bild rum. So. Achso, ich wollte zur Rundholzsortierung. Ja, wobei, naja, hier werden die Därme fertig. Dann kann man die erstmal verwenden. Es eilt ja da nicht. Wir könnten das natürlich auch draußen machen. Das ist ja klar. Okay, wir sind allein. Uff, das Ding ist bald voll, Leute. Ja, vielleicht lagern wir den Metallschrott draußen. Naja, funktioniert so nicht. Okay, wie viel ist jetzt Platz? Knapp 2 Kilo, nicht ganz. Ja, sollte sich ja aushalten lassen. Gut, da sind wir ja bestens vorbereitet. Ja, ein Bär kommt hier nicht vorbei. Wahrscheinlich noch nicht. Ah ja, das sind ein paar Därme fertig, sehr schön. So, das heißt, wo waren wir stehen geblieben? Medizin, genau. Das kann erstmal hier bleiben. Ich denke, 5 Anwendungen reichen erstmal, was das betrifft. Genau, Zunder wollten wir noch zubereiten, da könnte man... Zumindest mal 2 getrocknete Därme. Ja, wir werden auch noch zur Rundholzsortierung gehen. Also am heutigen Tag, würde ich damit sagen. So, also Zunder, beziehungsweise kann man ja alles in der Werkbank machen. Ist ja dann egal. So. Dann Schnüre bitte. Gut, dann sind wir soweit fertig. Ja, ein paar Prozente verloren, weil wir halt matschig sind, aber das ist okay. Wir haben jetzt Mittag, die Temperatur steigt.
gar kein Problem. Nee, das ist nicht schön. So, besser. Warte mal, wir hatten... Jetzt ist halt die Frage. Die Angelsets, ja, lässt man die hier oder nimmt man sie erstmal zum Nähen, bis sie weit runter genug sind? Wahrscheinlich ja. Ich meine, unsere Fangquote ist halt noch nicht so geil. Wobei, wie viele Fische waren das? Vielleicht 15? Und zweimal ist das angerissen. Okay, könnte ungefähr 8% sein. Okay, wir nehmen mal 4 wieder raus. Die werden wir noch verbasteln. So, ich gucke nochmal auf die Karte. Wir müssten den Zahn... Ne, der Zahn... Doch, der Zahn ist... Ist der hier vorne bei der Rundholzsortierung? Ja, genau. Den müsste man noch kartieren. Den haben wir noch nicht kartiert. Weil da Wölfe sind. Oder zumindest sich mal 2. Und dann müssen wir zur Rundholzsortierung etwas ausholen. Dann werden wir den jetzt auch nicht kartieren. Tja. Da muss man halt einen Bogen machen. Ich will nochmal gucken ins Journal. Wie viele Tage? 17. Also haben wir 15 Tage, okay. Naja, das sind genau die Wölfe da drüben. Den einen sieht man immer nicht, weil er immer direkt vor dem Zahn ist. Nee, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nur durch zufällig hier. Es sind aber auch nur 2. Toll. Toll. 4 Wölfe aufgetaucht. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Tja, nur. Zurück. Ja, leider schon. Große Lust auf Kampf habe ich da jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich brauche keinen Wolfspelzmantel, um ehrlich zu sein. Das Ding ist eh nur temporär, bis du was Besseres hast und, ja. Will ich mich jetzt auch nicht zwangsläufig in den Kampf stürzen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dann gucken wir hier nochmal nach Federn. Sind sie wahrscheinlich wieder despawned. Ja, tatsächlich. Ja, aber sie sind da. Also deswegen, wenn du da nur einmal in die falsche Richtung guckst, dann sind sie wieder da. Und dann wird es ja nicht besser. Also aus dem Grund gehen wir da lieber jetzt erstmal nicht lang. Wir werden am nächsten Tag, wenn wir dann mal in dieses Dörfchen gehen. Hallo, Fuß hoch, Fuß hoch. Dann sowieso über die Inseln laufen, dann ist es auch egal. Gut. Ja, dann lassen wir den Abend in Anführungsstrichen zum Mittag erst gemütlich ausklingen. Damit wir da recht früh wieder rauskommen. Da müssen wir uns auch leicht machen. Es dauert halt, bis du da mal eine gute Menge an Futter vorrätig hast. Dass das mit dem Saatbonus gar kein Problem ist, das dauert ein bisschen. Ja, komm, heb den Fuß. Da drüben sind bestimmt auch noch Federn. Nicht. Fallen die eigentlich auf Felsen?
Bär ist echt noch nicht zu sehen. Ist echt lustig. So, ich will gerade mal schauen. Ja, die haben wir auch schon, das Eisloch. Okay. Ja, dann waren wir hier schon. Dann ist nicht mehr viel los heute. Dann sehen wir nur noch zu, dass wir hier die Angelsätze noch fertig bekommen und dann verwarten wir den Rest der Zeit. Gut, man könnte Holz kloppen. Das ginge natürlich schon, weil es jetzt warm genug ist. Wahrscheinlich ist das sinnvoll, ja. Dann sind wir da vorbereitet. So, dann stellen wir uns hier hin, so. Und basteln. Angelsets. Gut. Schön. Gut, alles klar. Dann schwing mal die Axt. 2 Stunden. Da ist neblig. Das ist dicht neblig. Moment. Da können wir noch mal. Huch, das Haus schwebt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Na gut. Jetzt ist es neblig und dunkel. So, Junge. Dann würde ich sagen... Ja, genau. Wir tropfen uns mal gleich ins Bett. Aber erstmal tropfen wir uns noch Fleisch und Wasser in den Rachen. Glob. So, was hast du noch frei? Naja, das passt nicht ganz. Dann ess mal lieber frühs. So, das mal gepennt. Genau. Sehr schön. Ja, die gehen auch gut ab. So, das heißt jetzt, die Angelsets, die lassen wir jetzt hier. Also 4 Stück sozusagen. Irgendwo müsste ich einen Haufen machen. An Sachen. Achso, wir haben noch, ja, wir haben noch eine Bartflechte an uns. Okay. Genau. Sonst haben wir ja eigentlich nichts mehr Unnützes an uns. Nö. Gut. Okay, also. Ja, das Holz kommt natürlich dann in die Anglerhütte. Das ist klar, die Kleidung haben wir alles an. Okay. Brauchen wir das Beil? Eigentlich nicht. Dosenöffner. Ja, wir mal halt was mit der Dose öffnen. Eventuell schon. Die Lampe? Ja, eventuell schon. Das Brecheisen? Eventuell schon. Ja, warte mal, dann machen wir das anders. Die Dose. Schön, dass es mit dem Topf klappt, das mit Doppelklick. Ja, wenn wir die 12 Kilo hier rauslegen, dann sind wir ja noch bei 23. Und die 4 Federn. Naja, solches Wetter. Gut. Wasser. So, die Federn bleiben hier. Und... ja, das Holz. Dann vorne. Naja. Die Wolfsvögel sind schon wieder unterwegs. Ist jetzt die Frage, ist es jetzt, ja, ist natürlich, ist mit Sicherheit schon wieder der nächste Nebel. Mit Sicherheit. Hier ist der Nebel auch immer sehr speziell auf dieser Karte. Uff. So. Ja, komm, tacker mal das da unten rein. Achso, geh nur 10 Kilo. Tja, dann halt nur 10 Kilo. Ach, das kann nicht sein. Ui, echt? So, doch, da kriegen wir doch eines rein, echt? Ja, was weiß ich, dann schmeiße halt komplett raus. 22,39 Kilo, das ist echt der Hammer. Na gut, wir haben einfach fast kein Wasser mehr.
Wir haben uns ein Beil und ein Brecheisen gespart. So, da ist die Haseninsel. Steuern wir jetzt einfach mal so plus minus an. Ja. Könnt eigentlich auch rennen. Dann geht das ein bisschen schneller. Ja, rechts ist schon wieder ein Wolf zu sehen. Zwei Wölfe zu sehen. Gut, an der Haseninsel will ich ja jetzt eigentlich nicht rauf. Ich will da ja noch. Nimm dir nur als Zielmarker. Mit dem Nebel, das kann sich hier schnell ändern. Da musst du irgendwo schnell rein. Oder zumindest warten. Hin und warten. Ist nicht extrem kalt. Minus 1 Grad. Dafür, dass es erst 8 Uhr morgens ist, das ist gar nicht so schlecht. Da noch ein paar Bartflechten, okay. Ja, da kommen wir jetzt so schnell erstmal nicht hin. Wir nehmen noch ein paar Stöckchen mit. Wir sollten zwar in den Häusern in der Küstenstraße in einigen schon auch Wasser bekommen. Nur falls wir das nicht tun, dann haben wir da etwas vorgesorgt. Geht nicht im Gehen. So. Gut, bei Nebeln den Küstenort ist natürlich auch sehr interessant. Sehr interessant. Wahrscheinlich müsste man warten, bis es aufklart, dass man da auch wirklich sicher geht. So, ich guck nur nochmal, weil wir hatten die zwischenzeitlich zu unserer Angel. Ja, in der Tat. Hütte erkoren. Nein! Sieht das mal wieder an, hallo? Nee, ich sehe da aus wie ein Opa, ich will nicht so aussehen. Das Holz lasse ich jetzt drin, ist jetzt erstmal egal, ich könnte es aber ins Journal eintragen. Material. Was? Anglerlager? Ach so, Anglerlager. Ist ja egal, das Anglerlager ist ja unsere Basis. Küstenstraße. Eis. Eis, Fischer, Hütte. Zwischen. In Indien. Mit Holz. Ich denke, das weiß man da schon, dass das gemeint ist. Ja, es sieht hier immer, auf dieser Map sieht es immer aus, als wäre es dichter Nebel. Das ist aber nicht so 100% korrekt. Ach ja, naja. So. Ein paar Tannen. Oh, sieht ja schon interessant aus. Ich bin mir irgendwo noch ein Hammer. Aber ich klopfe jetzt keine Tannen. Gehen jetzt erstmal in das Haus. Naja, hier fehlt auch ein Stock, okay. Da fehlt auch ein Stock. So, hinein. So, und oben sollte Munition sein. Das habe ich nicht mal beim Editieren gesehen. Das ist echt krass. Da. Ja, aber super Tipp, super, super Tipp. Vielen, vielen Dank. Ja, da haben wir das geschafft. Sehr schön. Den Rest, der ist ja sauber hier. Und ich denke, wir haben auch kein Wasser mehr hier. Genau. Das heißt für uns, wir gehen ins Dorf. In der nächsten Folge. Ja. Wir werden nochmal abwarten, wie es aussieht mit dem Nebel. Dass wir da auch wirklich safe sind. Und jetzt nicht in den dichten Nebel dann reinrennen. Das ist ja nicht so geil.
Ich möchte, dass das Wetter aufklart und dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Das ist ja auch nicht so ganz trivial. Zumindest als wir das erste Mal im Dorf waren, waren da ja sozusagen auf der Seite, auf die ich jetzt rein will, also der dem Ort der Trostlosigkeit zugewandten Seite, 4 Wölfe. Tja, wenn die da wieder sind, ja, dann mal gucken. Keine Ahnung. Das kriegt man schon hin, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.